Bauchreden und Zaubern, das kennt man vielleicht vor allem von Kindergeburtstagen oder von Auftritten von Tricky Nicky. Der ausgezeichnete Zauberkünstler, Comedian und eben Bauchredner, der begeistert schon seit vielen Jahren sein Publikum. Nickypedia, wenn das die Omi wüsste, so heißt sein neuestes Programm, das gestern Abend im Wiener Kabarett Simpel Premiere hatte. Und dabei hatte auch das Publikum jede Menge zu tun. Was haben Kabarett, Bauchrednerkunst, Zauberei und Beatboxing gemeinsam? Auf den ersten Blick scheinbar nicht viel. Doch Nicky Sedlak, so der bürgerliche Name von Tricky Nicky, beweist mit seinem neuen Soloprogramm Nickypedia, dass Kabarett nicht verstaubt und trocken sein muss. Gekonnt bricht das Multitalent mit Erwartungen und begeistert das Publikum am Premierabend im Kabarett Simpel mit einer Show, die vielseitiger kaum sein könnte. Dabei zeigt der bühnenaffine Entertainer erneut, dass er sich in keine Schublade stecken lässt. Ich habe mit 20 mit dem Zaubern angefangen, so hat das alles begonnen. 10 Jahre später kam das Bauchreden dazu. Über das Bauchreden bin ich zur Stand-Up-Comedy gekommen. Und in Wirklichkeit sind das alles Dinge, die ich wahnsinnig gern mache. Und dann kombiniert man das irgendwann automatisch, weil man sich denkt, nein, ich möchte das eine machen, ich möchte aber auch das andere machen. Und habe da unabsichtlich eigentlich eine ganz eigene Schublade kreiert, weil ich sage jetzt mal, auf dem Level macht das weltweit kein einziger. Und es macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist für mich auf der Bühne sehr kurzweilig, fürs Publikum kurzweilig. Und es ist halt schön für mich sogar in einer Nummer all diese Dinge zu kombinieren. Das heißt, ich spreche auch ganz gern für Zuschauer. Meine Omi hat immer gesagt, Niki, du musst aufessen, weil dann scheint morgen die Sonne. Was haben wir davon? Lauter dicke Kinder und globale Erderwärmung. Seine freche Art verdankt Niki zu einem großen Teil seiner Großmutter, die ihn in seinem beruflichen Werdegang stets unterstützte und bekräftigte. Der Untertitel des Programms, wenn das die Omi wüsste, scheint daher ganz bewusst gewählt. Ob es wohl Dinge gibt, die Omi besser nie erfahren hätte? Wenn ich mal Probleme hatte oder so, war mein erster Weg zu meiner Omi. Die hat immer ein offenes Ohr gehabt und dadurch, dass sie sehr weltoffen war, sehr, sehr positiv war, war das im Prinzip alles für sie kein Problem und hat mir eigentlich immer helfen können. Egal, ob ich jetzt von klein auf bis groß ist, jetzt, wenn ich das sage, wahrscheinlich blöd, aber umso älter ich geworden bin. Nein, meine Omi war der absolute Hammer und ich habe eigentlich nicht wirklich ein Geheimnis vor ihr gehabt. Ja. Also vielleicht, oh ja, eins schon, sie wollte für mich immer bügeln. Und ich habe mir gesagt, da musst du nicht machen, das macht meine Putzfrau. Ich habe aber keine Putzfrau, ich habe es immer selber gemacht. Und weil ich nicht wollte, dass sie meine Hemden bügelt, weil ich habe gesehen, wie sie bügelt. Die Oma war nicht das Problem. Die Oma hat alles gewusst. Die Mama war das Problem. Also so gesehen bin ich im falschen Programm, danke. Die Oma versteht alles. Die sagt, das passt, Bur lebt ja aus, macht. Die Mama sagt, das darfst du nicht. Also ich wäre froh, wenn meine Omi nicht herausgefunden hätte, dass ich jetzt esse während des Interviews. Ich habe jetzt gerade Pause beim Tricky Nicky. Ich habe eine Semmel gegessen. Ich esse so viel. Das, was ich verbergen möchte, ist, dass ich esse. Was geht da nicht, weil ich blatt bin? Als fester Bestandteil seiner Bühnenprogramme etablierte der Bauchredner kultige alte Egos. Auch bei Nickypedia werden wieder altbekannte und neue Puppen vorgestellt, die in gewohnt forscher Manier für tosenden Applaus sorgen. Okay, für die letzten paar Minuten vor der Pause begrüße ich jetzt wirklich die ganz schönen Menschen in der ersten Reihe und die hässlichen in der zweiten. Eine zynische Kunstfigur, hallo, wie etwa den Drachen Emil zu haben, muss doch gewiss Vorteile mit sich bringen. Wer hätte denn nicht gerne einen Avatar, der so manche gedachten Worte ganz unverblümt ausspricht? Das ist der große Vorteil am Bauchreden. Meine Puppen im Endeffekt dürfen alles sagen, was ich nicht sagen darf und kann. Und bin draufgekommen, nicht nur der Michael Niavarani hier, der Hausherr, darf alles sagen. Auch Omis dürfen alles sagen und keiner ist böse. Lustigerweise beneide ich den Nick überhaupt nicht darum, dass der andere, der Drache, die bösen Sachen sagt. Ich bin der Drache. Also ich hoffe, es steckt in mir hinten keiner drinnen. Aber ich habe selber den größten Spaß, die Orgensachen zu sagen. Ich bin selbst per se schon ein alter Ego, weil ich schon ein alter bin. Ich versuche so oft es geht, so ehrlich zu sein, wie ich es mir selber zulasse. Und manchmal ist das einfach gescheiter, wenn man die Pappen hält und einfach das für sich sagt und das muss nicht jeder wissen. Mit Nickypedia gibt Tricky Nicky Einblicke in eine irrwitzige Welt voll schräger Pointen und bezaubert das Publikum mit einem Mix aus Comedy, Zauberei und interaktivem Entertainment. Schatzi, schau mal, necke das, Schatzi. Er kann irgendwie alles, sehr schön, dann kann er zu mir kommen und die Wohnung aufräumen. Da hätte ich Bedarf. Wer sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen möchte, hat noch bis Mai 2020 die Möglichkeit, sich Karten für eine seiner österreichweiten Shows zu sichern. Dankeschön, ja.
Ja, der Mann, der jetzt gleich zu uns kommt, der verzaubert sein Publikum auf ganz andere Art.